Guten Tag, wir sind hier mit unserem Pavillon der menschlichen Welt auf dem Markt von Altenburg. Ein bisschen Regen, ein bisschen Wind. Ursula, wir haben hier unser Pavillon aufgebaut. Vorhin kam das Fernsehen, MDR. Du hattest ein Interview. Wie war das für dich? Ja, ich hatte schon Respekt vor dieser ganzen Sache, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber es war auch eine gute Gelegenheit, menschliche Welt publik zu machen, bekannt zu machen, einem größeren Publikum auch. Und die Fragen der Reporter waren sehr ansprechend, sehr gut. Es war eine sehr freundliche, wohlwollende Atmosphäre. Ja, ich denke, das kann ein guter Beitrag werden. Hier habe ich gesehen, dass viele Menschen, die vorbeigegangen sind an unserem Pavillon, dich herzlich persönlich auch begrüßt haben. Du bist recht bekannt hier in Altenburg, hast viele Jahre deinen Yogakurs. Wie war das in der Hinsicht für dich? Ja, ich merke, dass die Menschen das mit Wohlwollen sehen, was ich tue. Viele Menschen unterstützen mich auch. Viele Menschen stehen zu mir, finden das gut. Und es ist ein Rückenhalt, der mir sehr hilft. Mhm. Jetzt geht es auf die Zielgerade. Nächste Woche Sonntag sind schon die Landtagswahlen. Mit welcher Zielsetzung geht menschliche Welt in diese Wahl hinein? Ja, wir gehen insbesondere so in die Wahl, dass wir menschliche Welt gerade in Thüringen, gerade in Altenburg noch bekannter machen wollen. Wir wollen noch ein paar Mitglieder gewinnen, gerne, damit das, was auf dem Papier steht, auch lebendig wird. Vielen Dank, Ursula. Wir wünschen dir viel Erfolg. Alles Gute. Danke.